فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. Der Autor sagte: Wenn nun zu dir gesagt wird, was sind die drei fundamentalen Grundlagen, die der Mensch kennen muss, dann sag: Die Kenntnis des Dieners über seinen Herrn, seine Religion und seinen Propheten Muhammad, Allahs Segen und Frieden auf ihm. Der Scharih, der Erläuterer, Sheikh Muhammad ibn Ibrahim Ali Sheikh, rahimahullah, sagte: Das bedeutet, wenn ein Fragender dir die Frage stellt, was sind die drei fundamentalen Grundlagen, die jeder einzelne Rechtsfähige kennen und danach handeln muss, dann sag, die Kenntnis des Dieners über seinen Herrn. Das ist die erste fundamentale Grundlage. Damit ist gemeint, womit sich Allah subhanahu wa ta'ala in seinem Buch und über die Zunge seines Gesandten, Allah Segen und Frieden auf ihm, vorgestellt hat. Weil wie erkennen wir Allah? Wie erkennen wir seine göttlichen Attribute? Wie bekommen wir Kenntnis über seinen Namen? Indem wir schauen, was wurde im Koran erwähnt und was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt. Weil wie wissen wir zum Beispiel, dass Allah diese Namen hat? Wie wissen wir, dass Allah diese Handlungen ausführt? Weil es gibt verschiedene, oder die Sifat, die göttlichen Attribute Allahs, teilen sich im Groben in zwei Arten auf. Es gibt göttliche Attribute, mit denen Allah immer beschrieben wird und mit denen er immer beschrieben wurde und die immer vorhanden waren auf diese Art und Weise, wie zum Beispiel das Allwissen, wie zum Beispiel die Allmacht. Er war immer allwissend gewesen, er war immer allmächtig gewesen, wie zum Beispiel das Sehen und das Hören. Das sind sogenannte Attribute dhatiyya, Sifat dhatiyya, Attribute, die immer bei Allah vorhanden sind, die auch immer so vorhanden waren. Dann gibt es die zweite Art von göttlichen Attributen. Diese nennen sich Sifat fi'liyya, Attribute, die Allah dann macht, wenn er möchte. Wie zum Beispiel Al-Kalam, das Sprechen. Allah spricht dann, wenn er möchte. Er hat zum Beispiel mit Musa alaihi salam gesprochen. Er wird zum Beispiel am Tag der Auferstehung mit den Dienern sprechen. Das ist eine Sifa fi'liyya, die macht Allah dann, wenn er es möchte. Aber damit wurde er auch immer beschrieben. Und dann gibt es Sifat, die sind aufgetreten. Das ist jetzt das Beispiel für diese zweite Art, über die ich spreche. Zum Beispiel Al-Istiwa. Al-Istiwa hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich über seinen Thron erhob oder sich über seinen Thron zurechtsetzte. Das ist eine Sifa, ein Attribut, welches wann stattgefunden hat. Das hat dann stattgefunden, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala die sieben Himmel und die Erden erschaffen hat. Und das wird in sieben Stellen im Koran erwähnt, wo es dann jedes Mal heißt, ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. Das wird auch später, inshallah, kommen. إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. Allah hat in sechs Tagen die Himmel und die Erde erschaffen und danach hat er sich über seinen Thron erhoben oder über seinen Thron zurechtgesetzt. Ebenfalls eine Sifa fi'liyya ist Al-Maji, dass Allah am Tag der Auferstehung kommen wird. Na, das sind im Groben die zwei Kategorien der As-Sifat. Sifat dhatiyya, mit denen Allah immer beschrieben wird, und Sifatun fi'liyya, die er dann macht, wann er möchte, über die man sagt, sie sind neu aufgetreten. Und ich hatte vor 3 oder 4 Jahren in den damaligen Unterrichten
zu Kitab al-Tawhid von Imam Ibn Khuzaimah ausführlich über diese Thematik gesprochen. Na, kommen wir zurück zu dem, was wir hier lesen. Und zwar, Allah subhanahu wa ta'ala hat sich der Schöpfung in seinem Koran oder im Koran und in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam vorgestellt in Bezug auf seine Einigkeit, seine Namen und seine göttlichen Attribute. Und das ist das Fundament der Grundlagen oder aller Grundlagen. Dann heißt es hier, seine Religion. Das ist die zweite fundamentale Grundlage, welche uns als Gottesdienst auferlegt wurde und wonach wir handeln müssen. Und das Unterlassen, was uns hierbei untersagt wurde, das ist ebenfalls eine gewaltige Grundlage. Und dann drittens, seinen Propheten Muhammad, Allah Segen und Frieden auf ihm. So ist er der Vermittler zwischen uns und Allah. Wie wissen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Sache verboten hat, diese Sache uns auferlegt hat, über den Propheten sallallahu alaihi wasallam? Denn es gibt für uns keinen Weg zu dem, was uns Allah an Gottesdiensten auferlegt hat, außer über seinen Weg. Auch wenn er, der Prophet alaihi salatu wasalam, ein Mensch sein sollte, so ist die Kenntnis über ihn wichtig, genauso wie die Kenntnis über den, der ihn entsandt hat.